Sarah Lombardi ist aus ihrem Haus ausgezogen. Doch während des Umzugs liegen die Nerven plötzlich blank. Eigentlich freut Sarah Lombardi sich sehr über ihre neue Wohnung. Endlich kann sie ein neues Kapitel beginnen und sich mit Julian Büsche ein Liebesnest einrichten. Aus dem ehemals gemeinsamen Haus mit Pietro Lombardi ist Sarah ausgezogen. Jetzt wohnt die Sängerin in einer luxuriösen Vierzimmerwohnung mit sonnigem Außenbereich. Sarah Lombardi zeigt in einem Video ihr neues Heim, in das wohl auch Freund Julian Büsche einziehen wird. Sarah Lombardi platzt vor Stolz. In einer Instagram-Story präsentiert die 27-Jährige ihre neue schöne Wohnung. Noch wird da zwar ordentlich gewerkelt, dennoch gibt sie ihren Fans einen ersten Einblick in ihr zukünftiges Heim. Ich war heute Nacht so aufgeregt, ich habe kaum geschlafen. Doch plötzlich gibt es Probleme und die Nerven liegen blank. In ihrer Instagram-Story teilt die Sängerin seit Tagen Aufnahmen aus ihrer Wohnung. Zusammen mit einigen Helfern baut das Paar Möbel auf und dekoriert alle Zimmer. Und das ist ziemlich anstrengend. Wir sind fix und fertig, gesteht Sarah. Plötzlich dauert alles viel länger als ursprünglich geplant. Dieses blöde Plissee. Haben es einfach fünfmal beim Bauhaus umgetauscht und es passt immer noch nicht? Feuert die 27-Jährige und versieht ihre Story mit einem wütenden Emoji. Am Ende kippt sogar noch ihr Handy während der Aufnahme um. Selbst das hatte keine Nerven mehr, witzelt Sarah. Trotzdem nimmt die Wohnung langsam Gestalt an und das ist ja die Hauptsache. Freund von Sarah Lombardi soll auch mit einziehen. Vier Zimmer mit offener Küche sowie zwei Bäder. Und eine sonnige Terrasse dürfen bald von Sarah Lombardi, Sohn Alessio und angeblich auch von Julian Büsche bewohnt werden. Der Fußballer vom TuS